Das sind jetzt die neuen Errungenschaften, stinknormale Drehstrommotoren. Hier ist ein bulgarischer, da haben wir einen süddeutschen. Ja, und die wollen wir jetzt mal auf Roto-Werter-Betrieb umrüsten. Ne? Also aus drei Phasen, ne? Tun wir nochmal mit 380 Volt drei Phasen ansteuern, sondern nur mit 220 Volt und dann halt ordentliche Kondensatoren mit dazwischen schalten. Hm. Ja, und die Roto-Werter-Dinger, die haben ein was Schönes, und zwar werden die nur so warm, dass man keinen Lüfter mehr braucht. Also den kann man jetzt abmachen hier. Ja, als erstes müssen wir den im Dreieck schalten. Ja, also für die 220 Volt ausgelegt wird. Ja, im Dreieck. Dreieck einfach so die Brücken rein. Ne? Ja, wo wir hier gerade mal dabei sind. Natürlich habe ich keine Ahnung, ob der Motor überhaupt noch funktioniert. Ne? Ist vom Schrott. Wäre natürlich auch von Vorteil, den gleich mal durchzumessen. Und ja, könnt ihr gleich mal mit aufpassen. Aber ja, für Elektroleute ist das natürlich nichts Neues, ne? Wie man da Motoren durchmisst. Und ich brauche eine dritte Hand. Ja, unser Motor ist natürlich ein drei Phasen gewickelter. Ne? Also haben wir auch natürlich 6 Spulenenden, ne? Also 3 Anfänger und 3 Enden. Und die Motorenleute, die machen das immer so, dass die, wenn sie die Schaltung rausführen, hier haben sie das schön mit Farben gemacht. Ne, alles durcheinander muss man rauskriegen. Jedenfalls meistens die zwei miteinander und die zwei miteinander hängen zusammen. Ne? Also so, so. Und so. So wird es meistens angeschlossen. Genau, und so tun wir jetzt unsere Spulen mal durchmessen vom Widerstand her. So, also Spule 1 hat so 162 Ohm. Na, gut. Die zweite hat 161 Ohm. Gut. Und die dritte hat 162 Ohm. Alles klar, also alle drei Phasen haben ungefähr denselben Widerstand. Ne? Hundertprozentig genau kriegt man es natürlich nicht hin. Auch beim Spulenwickeln kommt ja die ein oder andere Ungenauigkeit mit rein. Aber ist voll im Rahmen. Ne? Also wenn eine Phase weg wäre, hätte man da jetzt gar keinen Widerstand. Oder wenn eine Phase den Schluss untereinander hätte, ne? Dann wäre da ein geringerer Widerstand. Ein viel geringerer. Ja, dann kann man am Ende dann noch die Spulen gegen Eisen durchmessen. Ne? So kriegt man dann auch raus, ob sie einen Eisenschluss haben. Mit einem Multimeter ist es natürlich arschlos. Ne? Wir können hier mal auf Megaohm gehen. Ja, sogar bei Megaohm zeigt es nichts an. Jawohl, okay. Ne? Also wenn da irgendwas durchschlägt, wenn man hier dann irgendwas sehen sollte, funktioniert es natürlich auch nicht. Macht man aber normalerweise mit einem Messgerät, wo man kurz Hochspannung dann auf den Motor drauf gibt. Kurbelinduktor wird sowas genannt. Und dann kriegt man es ganz genau raus, weil die kleinen Ströme, die unser Messgerät hier drauf gibt, naja, wenn da ein kleiner Fehler ist, der dann nur dann überschlägt, wenn richtig Strom drauf gegeben wird, dann kriegt man das mit dem Messgerät natürlich nicht raus. Ne? Aber so für einen ersten Überblick reicht es schon mal. Tja, also ich gehe mal davon aus, dass mein Motor hier funktioniert. Ne? Okay, also können wir weitermachen. Ja, Roto-Werter, ne? So nennt sich das. Und wenn man sich das erstmal anguckt und man schon mal mit Elektromotoren zu tun gehabt hat, da wird einem auffallen, hey Mensch, Roto-Werter, so ein Quark, das ist doch nichts weiter als die stinknormale Steinmetzschaltung, ne? Was wir da als Elektro Person da irgendwann mal gelernt hat. Na, hier die Steinmetzschaltung. Steinmetzschaltung, benannt nach Charles P. Steinmetz. So schaut sie aus. Da
damit kann man, hier wird beschrieben, dass es zur Notlösung gedacht ist, ne? Hier. Die Steinmetzschaltung ist als eine Art Notlösung für Haushalt ohne Drehstromanschluss gedacht. Ne? Ja, und dann wird hier drin halt beschrieben, dass die Motoren in der Steinmetzschaltung nicht die abgegebene Wattzahl hier erreichen. Ne? Also was vorne auf der Welle abgegeben wird. Das heißt, er ist dann ein bisschen schwächer. Ne? Soweit stimmt das schon mal. Aber was uns hier verschwiegen wird, ist die Effektivität. Ja, naja, gut. Kommt ja auch normalerweise so niemand drauf, ne? Tja. Der Herr Steinmetz. Wer war denn der Herr Steinmetz eigentlich? Das war der Herr Steinmetz. Ist in Breslau geboren und dann nach Amerika ausgewandert. Aha. Aha. Hat sich mit Wechselstrom beschäftigt, ne? Entwickelte Theorien zum Wechselstrom. Und auf ihn geht in der Elektrotechnik die übliche Bezeichnung J statt I für die imaginäre Einheit zurück. Ui. Schon ziemlich interessant, was der Herr so alles machte. Na gut, könnt ihr euch ja selber mal durchlesen, ne? Mich hat es nur halt wieder verblüfft. Ja. Trotzdem, tja, wie der Zufall mal so spielt, ne? Na, mal gucken, was da wirklich dran ist. Ja, jetzt frage ich mich halt nur, wie viel Mikrofarad nehme ich denn jetzt? 40 Watt hat er. Und es wird ungefähr mit 20 Mikrofarad je kW Motorleistung. Also wenn wir 0,04 kW haben, dann haben wir, ist ja gar nicht so viel. Okay, da finden wir was. Hier bei dem Rotowetter-Gebastel, da sträubt sich ja alles, wenn man da Elektromotoren-Reparatur gelernt hat. Ich soll den jetzt im Stern für 400 Volt anschließen und mit 220 Volt betreiben. Okay, mal gucken. Er kommt. Oh, geht gut ab. Na gut, war schon mal schön zu wissen, mit 400 Volt Ansteuerung und 220 Volt funktioniert. Na gut. Das müssen wir hier halt nur irgendwie noch Strom rausholen, ne? So, na fein, jetzt haben wir auch gleich das erste Problem. Der läuft jetzt ganz gut, ne? Nur hier kommt nichts raus. Tja, wenn wir jetzt hochfahren, ne? Jetzt zieht er 69. Und, ich muss ihn mal andrehen, er läuft schon von selber an. Aha, komm. So, das sind unsere Generatorspulen hier. Ah!
bei 4,6 Volt, ne? Bei 4,6 Volt bleibt stehen. Wir ziehen jetzt übrigens 33,5 Watt. Ne? Ich schätze mal, er hat so seine 1500 Umdrehungen. Und 40 Watt. Und hier steht's. Ja, trotzdem 4,6 Volt auf dem Ausgang ist natürlich noch gar nichts. Ne? Nach den Kondensatoren, wahrscheinlich sind das auch halt die richtigen Kondensatoren, dann über eine B6U Gleichrichterbrücke, ja, messe ich dann die Spannung und das ist noch nichts. Ne? Gut, schalten wir aus. Ja, habe ich ein bisschen weiter die Anleitung gelesen. Ne? Ich mache das ja immer so, Anleitung lesen und dann sofort machen. Ne? Und dann, wenn es nochmal weitergeht, wieder Anleitung lesen. Ja, dann habe ich es weitergelesen und da stand drin, wenn der Generator, ne, also was ja eigentlich auch ein Motor ist hier, lange Zeit nicht in Benutzung gewesen ist, dann ist hier drin dieses Feld, dieses, was eigentlich magnetisch sein sollte, komplett weg. Ne? Tja, und wie kriegt man da wieder Magnetismus rein? Mit Strom. Tja. Da war jetzt in der Anleitung gestanden, das war 12 Volt Autobatterie und dann, ne, jetzt muss ich die Brücke wieder rausnehmen. Ja, habe ich rausgezogen, rausziehen müssen wir auf alle Fälle. Gut. So, jetzt kann man randeifern. Gut, ja, jetzt muss die Brücke hier natürlich raus. Ja, und dann einmal hier dazwischen, einmal da dazwischen und einmal da dazwischen unsere Batterie ansetzen. So, für ein paar Sekunden, haben die gemeint. Tja. Ist übrigens auch ein guter Tipp, ne? Kann ich mich erinnern an meine Zeit, wo ich dann noch versicherungspflichtig tätig war, sagen wir es mal so. Haben wir ab und zu mal kaputte so Notstrom-Diesel-Aggregate bekommen, die nur funktioniert haben. Ja, und dann war alles, was wir dann gemacht haben, kurz mal Autobatterie auf die Starterwindungen und das Ding lief wieder. Tja, so einfach ist es manchmal. Gut. Also, da. Und, komm her. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Beim letzten Mal, oh, war das jetzt richtig? Oder beim letzten Mal dann andersrum? Also hier rot und da. Ach, wird schon gehen. Gucken wir mal. Bin gespannt, ob da jetzt wirklich mehr Volt rauskommt. Mal. Aha. Okay. Ja, jetzt bin ich nur noch bei einem Volt. Was ist denn hier los? Komisch. Komisch. Da war ich da vorne noch einmal bei 4,6 Volt. Jetzt nur noch ein Volt nach der komischen Aktion. Das ist komisch.